Hi, ich bin der Jürgen aus der Bastelgarage und das neue Projekt von mir ist das hier. Das ist nämlich mein alter Schreibtisch mit den beiden Monitoren und wie man sehen kann, jede Menge durcheinander, weil ich einfach zu wenig Platz habe. Ich bin hier oben bei mir unterm Dach und diese Platte hier, die ist so 1,80 Meter lang und ungefähr 60 cm tief. Ich habe kaum Platz dabei. Das fängt schon damit an, dass ich hier auf der Seite hier meine ganzen Kabel fürs Internet hängen habe. Das sieht nicht besonders schön aus. Dann habe ich hier hinter einen Verteiler, auch für noch mehr LAN-Anschlüsse, den man im Stehen ganz toll sehen kann. Die beiden Löcher sollen natürlich auch noch weg. Und dann geht es direkt rüber nach hier. Und zwar habe ich hier unten einen USB-Anschluss für alle meine USB-Geräte. Zum Beispiel hier von der Tastatur. Und wenn ich jetzt filme, habe ich immer solche SD-Karten. Und diese SD-Karten, die lade ich mir dann hier über diesen USB-Stick, um die Filme für die Bastelgarage auf den Computer zu bekommen. Und das soll alles ganz, ganz ordentlich und aufgeräumt gemacht werden. Also ich habe hier auch unter anderem zum Beispiel ein kleines Tablet. Hier hinten drauf liegt immer, da kommen auch schon die ganzen Papiere zu fliegen, mein größeres Tablet und natürlich auch mein Laptop. Dafür gibt es dann auch spezielle Ständer und endlich mal Platz für Akten und sowas abzulegen. Der neue Tisch wird statt 60, 80 cm tief. Und wie wir das machen können, das zeige ich euch mit wahnsinnig tollen Gadgets dabei. Und seid einfach mal gespannt. Doch bevor es weitergeht, so sieht der ganze Schreibtisch dann erstmal fast fertig aus. Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten wie die Ecke hier. Und zwar habe ich dann hier Speicherkarten, Lesegerät, USB-Anschlüsse, Kopfhörer und so weiter. Hier sind die Aufbewahrmöglichkeiten für Festplatten, USB-Sticks und Micro-SD-Karten. So, die kommen zum Beispiel hier einfach rein. Dann werden die gelesen. Des Weiteren habe ich hier, vorher habe ich so eine Leiste hier gehabt, um meine einzelnen Monitore, hier die Tastatur, den Computer an- und auszumachen, weil ich brauche den Computer normalerweise maximal 2-3 Stunden am Tag, wenn überhaupt. Und den Rest würde der unnötig Strom verbrauchen. Das habe ich jetzt umgeändert und zwar habe ich jetzt hier zwei Lichtschalter eingebaut, die das Ganze dann, wo man das an- und ausmachen kann. Dann habe ich hier hinten etwas eingebaut. Da kann ich mir jetzt einen Kaffee schön kochen. Das ist hier so eine Platte, die ist hier drin. Natürlich ist das nur ein kleiner Scherz. Das Ding hat eine ganz andere Funktion. Das kommt aber im Laufe des Videos, wird gezeigt, wofür das hier ist. Zuerst zum Wichtigsten, und zwar hier der Arbeitsplatte. Das ist eine Arbeitsplatte, die ist etwas länger als 2 Meter und 80 cm breit. Die habe ich in einem großen Baumarkt gefunden. Die sind normalerweise 90 cm breit. Ich habe mir 10 cm abschneiden lassen. Und hier ein Seitenstück von 80 x 80 cm schneiden lassen. Und da gibt es ein kleines Problem. Und zwar hatte ich eigentlich vor, dieses Teil soll ja hier an der Seite quer dran gemacht werden. Und zwar haben die Arbeitsplatten ja hier vorne eine Rundung. Hier, wo es abgeschnitten ist, ist es genau eckig. Die haben hier diese Rundung. Und wenn ich jetzt diese Platte hier an diese Rundung ansetze, dann habe ich hier eine Kante drin. Dafür gibt es natürlich hier oben solche Leisten. Aber das hat mir nicht ganz gefallen. Und deshalb wollte ich hier eine solche Verbindung herstellen. Dazu habe ich mir natürlich gedacht, ich lasse mir die Platten schneiden, bring die nach Hause und dann werde ich wohl mit der Oberfräse so eine Kante da reinschneiden können. Aber weit gefehlt. Das ist gar nicht so einfach. Man muss dafür eine Schablone haben und diese Schablonen fangen an bei, ich glaube, um die 70 Euro bis über weit 400 Euro preislich geht das Ganze hoch.
Dann habe ich mir überlegt, okay, das ist dir einfach zu teuer, weil dieser Schnitt direkt in den Baumärkten zu machen, kostet 25 Euro. Und ehe ich jetzt 70 Euro plus eventuell den Fräser anlege, habe ich gedacht, bringst du das ganze Zeug wieder zurück und lässt es da schneiden. Und das sieht jetzt in meinem Fall hier so aus. Die Jungs im Baumarkt haben mir also diese Kante hier ganz toll reingefräst. Wie gesagt, hier oben ist das Gegenstück. Das ist auch hier, hat die Rundung drin. Zusätzlich ist an der Unterseite, man kann das hier und hier sehen, sind solche Verbinder reingefräst worden. Hier kommen halt jetzt Metallteile rein, die das Ganze zusammenschrauben. Und zusätzlich ist hier eine Nut reingefräst, in die Lamellos eingeleimt werden. Da kommt Leim drauf und dann wird das Ganze zusammengesetzt. Das werdet ihr aber gleich sehen, wenn ich das in meinem Haus oben zusammensetze. Kommen wir zu der Leiste, also das heißt dieses 10 cm lange Stück, das ich mir von der Platte habe abschneiden lassen. Wie gesagt, 10 cm breit und etwas länger als 2 Meter. Als nächstes bauen wir mal diese Schalter ein. Also zwei Schalter und zwei Steckdosen. Und dafür habe ich mir solche Hohlraumdosen oder Hohlwandgerätedosen, so nennt sich das, die sollen hier in dieses Holz hinein. Das habe ich mir auch hier schon angezeichnet. Und hier habe ich jetzt eine Lochsäge. Die ist 68 mm im Durchmesser. Und damit schneide ich mir jetzt hier rechts und links zwei Löcher rein und verbinde das Ganze dann mit der Stichsäge. Schneide ich das dann aus. Die beiden Löcher hier verbinden wir jetzt miteinander, damit wir ein großes Loch bekommen, um halt diese Halterung hier reinzukriegen. So, jetzt passt das super hier hin. Allerdings hatte ich ein wenig Probleme hier innen. Und deshalb habe ich mir das im vorletzten Video, kann man sehen, da habe ich mir dieses Schleifteil hier gebaut. Das kommt in die Stichsäge rein. Ich verlinke euch das mal hier oben. Und damit kann man dann prima das Ganze innen drin senkrecht schleifen. So, aber das kommt jetzt hier rein. Und zwar haben diese Dosen hier an vier verschiedenen Stellen Schrauben drin, zusätzliche. Die dreht man einfach und dadurch geht dahinter ein Haken. Der knickt um und klemmt sich dann dahinter. Und so werden jetzt alle vier Teile hier festgedreht. Zwei hier oben und zwei hier unten. Und das verklemmt sich jetzt hier hinter und hält die Dose fest, dass die nicht rausrutschen kann. Dann habe ich als nächstes hier einen, ich weiß mal gerade rum, das ist Anschlüsse für Mikrofon, Kopfhörer, zwei USB-A-Anschlüsse, ein USB-C. Dann kommen hier meine SD-Karten rein, hier vom Filmen, beziehungsweise die Micro-SD-Karten kann man da rein machen. Das Ganze kommt in so einen Rahmen und das ist ein 60 mm Loch. Ich habe auch hier eine 60 mm Fräse, beziehungsweise nicht Fräse, ein Bohrer. Aber dieser Bohrer, habe ich festgestellt, ist etwas zu groß. Also für dieses Teil müsste man so, weiß ich, will es jetzt nicht sagen, aber ich sage jetzt mal 59 oder 58 mm Loch bohren. Deshalb habe ich jetzt den Kreisschneider genommen und schneide das wieder von beiden Seiten, damit das auf einer Seite nicht ausreißt. Und hier kommt jetzt dieser Abdenkring rein und dann kommt dieses Teil mit den ellenlangen Kabeln, das kommt dann da durch und wird dann hier festgeklemmt. Ich mache es jetzt mal nicht ganz fest, weil ich nicht weiß, ob ich es ohne weiteres wieder rausbekomme. Da klemmt sich hier drin etwas fest. Dann gehört auch noch ein Deckel da drauf. Wenn das zu ist, kann man das Ganze hier mit einem Deckel abdecken, dass man das nicht so direkt sieht. Von diesem Loch aus hier neben möchte ich jetzt meine
SD-Karten, die möchte ich jetzt da reinstellen. Das für mich das Problem ist eigentlich, hier unten sind diese elektrischen Anschlüsse, die Platinen, und die würden natürlich, wenn ich das einfach hier reinkratze, habe ich Angst, dass mir die kaputt gehen. Deshalb habe ich mir hier solche Plastikkästchen besorgt. Die sind 5 mm dick. Und da mache ich jetzt hier Löcher rein, und zwar immer 6 mm dick, damit das Ganze ein bisschen Halt hat. Zum Aussägen der Löcher nehme ich hier wieder den Multischneider und ein 6 mm Stechbeitel. Und zwar säge ich das hier rein. Mit Klebeband habe ich mir hier so eine Art Tiefenanschlag gemacht, und anschließend mache ich das dann hier mit dem Stechbeitel raus. Und da passt das dann ganz prima rein. Jetzt habe ich noch diese 2,5 Zoll großen Festplatten. Ich habe im Moment nur eine, aber wenn ich noch eine bekomme, und zwar sollen die hier rein auch griffbereit, dass man die rausziehen kann. Dafür habe ich mir das wieder angezeichnet. Ich werde jetzt in allen vier Ecken Löcher reinbohren und dann mit der Stichsäge das Ganze ausschneiden. Hier habe ich jetzt die insgesamt 8 Löcher drin, und das schneiden wir mit der Stichsäge einfach raus. Die eckigen Löcher sind jetzt drin. Natürlich ist das Ganze hier innen drin jetzt nicht 100% winklig, speziell hier an den Seiten. Und jetzt kommt mal wieder meine eine Geschichte von vor, ich glaube das vorletzte Video, wie gesagt war es. Da kommt jetzt dieser Schleifer hier rein, und damit schleifen wir das Ganze senkrecht, gerade und richtig schön. Ja, was fehlt mir noch auf meiner Seite? Und zwar geht es hier rum. Das ist ja ein LAN-Kabel. Und da hätte ich gern einen Anschluss, um zum Beispiel meinen Laptop halt über dieses Kabel direkt mit dem Internet zu verbinden. Das geht nämlich schneller. Und da habe ich das hier entdeckt. Das ist so eine Einbaudose. Und die will ich jetzt da reinbauen. Hier habe ich jetzt einen 16 mm Bohrer. Hier das Loch, ich habe das ja rumgedreht, und da können wir jetzt reinbohren. Dieses Loch habe ich mir jetzt hier eckig angezeichnet obendrauf, und das schneiden wir jetzt einfach mal mit der Stichsäge raus. Das hier mache ich mit der Raspel noch ein bisschen, feile ich das zurecht. Geplant war eigentlich, dass das Ganze jetzt von der Rückseite hier durchgeschoben werden sollte, aber dann ist mir, habe ich gemerkt, das ist besser, wenn ich das von außen drauf mache. Dann decke ich nämlich schön diesen Rand ab. Die 4-5 mm, die das hier übersteht, ist nicht so schlimm. Und ich kann direkt in einem hier die Schrauben reinsetzen. Ich habe mich übrigens für dieses Teil entschieden. Erstmal, weil es klein ist. Also man kann jetzt draußen einfach das LAN-Kabel reinstecken. Und zum anderen, wenn ich so eine LAN-Dose mir mache, muss die hinten auf der Rückseite verdrahtet werden. Das hier hat den Vorteil, auch hier auf der Rückseite kommt einfach ein Verlängerungskabel dran, und damit ist die Sache geritzt. Da brauche ich nicht groß diese ganzen Kabel irgendwie festzumachen. Das, was jetzt noch fehlt, das sind diese USB-Sticks. Die gibt es in verschiedenen Größen und so weiter und Formen. Und dazu bohre ich mir jetzt zwei 12 mm Löcher rechts und links und schneide die wieder mit der Stichsäge aus. Das sind jetzt die Löcher, und die schneiden wir auch schön wieder, aber nur unten am Rand. Also das soll hier rund bleiben, rund in den Ecken. Das schneide ich jetzt mit der Stichsäge einfach wieder raus. Und das feilen wir jetzt noch ein bisschen platt, damit das hier schön ist. So, und die passen jetzt prima auch da hinein. Hier auf der Rückseite kommen die allerdings raus. Auf der Rückseite ist das auch ein bisschen ausgebrochen. Ich zeige das mal gerade. Das hier. Und damit die USB-Sticks nicht hier hinten rausschauen, da drin verschwinden, mache ich mir jetzt hier eine kleine Platte, ein kleines Brett oder irgendwas, leime ich mir dann kurz mal da drauf. Ich habe mir jetzt hier ein 4 mm Holzstück zurechtgeschnitten. Da bringe ich hier was Leim auf. Und mache das dann hier drauf.
Jetzt habe ich dieses Teil. Nicht, dass einer meint, das ist eine Kochplatte, wo ich mir zwischendurch einen kleinen Kaffee kochen möchte. Nein, das ist ein Ladegerät für ein Handy. Also das wird hier draufgelegt und wenn das Handy dazu fähig ist, wird das über diese Induktion aufgeladen. Das wollte ich mir ungefähr hier hin machen. Ich habe jetzt mal hier meine Platten so lose aneinander gelegt. Also so ungefähr soll das Ganze mal werden. Nun hat dieses Teil hier einen 80 mm und hier unten drunter einen 60 mm Durchmesser. Das heißt, ich muss mir jetzt hier in der Dicke, ich glaube das sind 3 mm oder sowas, da mache ich mir jetzt erst mit dem Kreisschneider eine Vertiefung. Also man sollte immer erst das Äußere machen, weil ich bohre ja hier ein Loch durch. Und das Loch kann ich dann nachher verwenden, um mit dem 60 mm Bohrer wieder neu anzusetzen. Hier geht es jetzt nur darum, einen Außenrand zu bekommen. Ich würde natürlich gerne einen Bohrständer nehmen, aber weil das hier 120 mm breit ist, der Schneider, bekomme ich das gar nicht da rein. So, das ist jetzt der äußere Rand. Das passt eigentlich, denke ich mal, gut rein. Hier habe ich mir jetzt mit der Oberfräse diese Dicke eingestellt. Das heißt, ich habe mir einfach dieses Teil hier dran gehalten und habe das dementsprechend die Höhe hier eingestellt. Und damit werde ich jetzt erstmal hier am äußeren Rand etwas wegfräsen, weil ich ja hier diesen Überstand vertiefen muss. Und ich lege das jetzt mal verkehrt rum rein. Also das müsste jetzt hier, wenn ich das reinsetze, prima hier mit der Oberfläche, mit der Kante, wenn das nachher so reinkommt, abschließen. Jetzt müssen wir hier ein 60 mm Loch, dieses innere Loch, schneiden. Und das machen wir hiermit. Bevor ich solche Löcher natürlich mache, mache ich mir eigentlich immer so Probebohrungen vorher, um zu sehen, ob das auch tatsächlich da reinpasst. Weil die Herstellerangaben von diesen einzelnen Sachen sind halt doch relativ unterschiedlich. Jetzt bohren wir hier mit dem Ständer ein 60 mm Loch rein. Hier habe ich ja noch das Loch drin, damit kann ich jetzt hier unten diesen Bohrer reinsetzen, dann bin ich genau in der Mitte und bin genau exakt da drin. So, und hier rein setzt man dann einfach den Wasserkocher. Und wenn das angeschlossen ist, legt man einfach sein Handy drauf und das wird dann über Induktion geladen. Ist eigentlich ganz praktisch. Wir befinden uns jetzt auf der Rückseite. Hier ist das 10 cm Brett, was wir gemacht haben, mit den Steckdosen drin, mit den Aufnahmen für Festplatten und so weiter. Und hier hinten soll ein, in meinem Fall, 6,5 cm breite Fläche frei bleiben, um, sagen wir mal, Kabel und alles Mögliche zu verlegen. Hier an dieser Stelle kommt der Monitorarm, der beide Monitore hier aufnehmen soll. Den habe ich mir schon angezeichnet. Ein Loch durchgebohrt, der wird von unten drunter mit einer Schraube von unten drunter einfach verschraubt. Und da dieser Fuß hier unten in dieses Holz reingeht, ich komme mal was näher, habe ich mir hier etwas reingefräst, damit dieser Arm da drin verschwindet, dass man das nicht sehen kann, dass im Prinzip dieses Holz auf dem Arm draufsteht. Dann muss ich als nächstes hier, wo die Stromanschlüsse sind, ein Loch reinbohren, damit ich die Kabel nach unten in den Kabelkanal, den ich da drunter habe, verlegen kann. Genauso gut hier hinten am Ende, da muss ich auch ein Loch reinbohren. Das ist für die LAN-Kabel, die zu dem Router fürs Internet gehen. Das muss da auch reingebohrt werden. Machen wir das mal gerade. So, das habe ich jetzt hier reingebohrt, nur gerade mal zur Information. Also mein Bohrer ist nur, ich glaube, 30 oder 40 mm dick. Das hier ist dicker. Und damit ich das jetzt komplett durchbohren kann, ich könnte natürlich jetzt von unten bohren, aber bei der riesigen Platte kann ich das nicht rumdrehen, mache ich das einfach so. Ich setze den Stechspeitel an, weil das hier Pressspann ist, geht das relativ leicht raus. So, und damit habe ich die nötige Tiefe, um hier weiter durchzubohren. Dann habe ich dann noch eine Schreibtischlampe, das ist der Halter dafür. Im Moment habe ich da so einen riesigen Fuß drunter und das soll hiermit festgemacht werden. Das wird hier hinten angeklemmt.
Aber hier hätte ich ja dann immer diesen Überstand von dem Metall. Und das möchte ich mir einfach mit der Stichsäge hier herausschneiden. Ich habe die ungefähre Position angezeichnet und rechts und links 8 cm zugegeben, dass ich also hier innerhalb von 16 cm die Lampe verschieben kann, um die festzumachen. Und das schneide ich jetzt hier mit der Stichsäge raus. Und damit passt dann das gute Teil hier rein, ist hier bündig und ich kann das im Notfall hier verschieben und drehe das hier unten einfach nur fest. Damit das Ganze auch hier später nicht verrutscht, werde ich hier solche Aluwinkel, die habe ich noch in meinem Vorrat gefunden, die werde ich hier so anschrauben und dann später einfach hier eine Schraube rein. Wenn ich mal dran muss, kann ich die Schraube lösen, kann das Ganze hier für irgendwelche weiteren Arbeiten dann neu schneiden oder bohren. Jetzt muss ich hier die Ecke rund schneiden. In meinem letzten Video habe ich dieses Teil hier gebaut. Ich verlinke euch das mal hier oben. Das ist speziell, um diese Kanten rund zu schneiden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kriege ich das hier angezeichnet, dass das rund ist? Und da habe ich mir jetzt einfach ein Stück Draht hier oben eine kleine Schlaufe drin gemacht, festgeklebt. In die Schlaufe setze ich den Bleistift hinein. Und hier mache ich dann einfach zeichne ich mir meine Rundung an. Und das kann man natürlich in jeder Größe, wenn der Draht länger ist, auch größere Kreise wegschneiden. Das Klebeband hier ist nur, dass es nicht verrutscht und man muss halt mit einem Finger festhalten, damit das Ganze sich hier bewegt. Und das schneiden wir uns jetzt mal hier ab. In meinem letzten Video hatte ich hier schon probeweise die Ecke ein bisschen abgeschnitten. Die ist hier oben drauf ausgerissen. Deshalb habe ich jetzt Klebeband drauf gemacht, damit das nicht ausreißt. Diese Vorrichtung dient übrigens dazu, dass das Sägeblatt hier eine Führung hat, damit das Sägeblatt nicht schräg wird. Ich zeige euch mal hier oben, wie das aussieht, wenn man das ohne diese Führung macht. Und das geht ja gar nicht. Das ist richtig schön rund geworden. Das wird jetzt noch mit so einem Kantenumleimer beklebt bzw. mit dem Bügeleisen festgemacht. Und dann sieht das richtig gut aus. Aber jetzt geht es direkt weiter und zwar hier hinten. Mir diese Halterung hier dran gebaut und zwar kommt ja hier oben hin jetzt mein Router, also das heißt der Internetanschluss. Und da sind ja diese LAN-Kabel dran und die muss ich ja in meinem Fall, ich habe ja viele Anschlüsse, da habe ich das hier jetzt besorgt und zwar kommt dieses Teil einfach hier rein. Das ist ein sogenannter Hub. Hier kommen die ganzen Anschlusskabel rein. Zusätzlich ist dann hier noch Platz, um hier noch Kabel durchführen zu können, die ja hier unten eventuell in diesen Kabelkanal hineingehen sollen. Ja, hier möchte ich das Video mal unterbrechen. Oder eigentlich muss ich das unterbrechen, weil es einfach zu lang wird. Hinter mir kommt noch ein Querteil, da kommen noch Aufbewahrungsutensilien für Tablet, Laptop, für meinen Drucker noch eine Schublade, eine ganz spezielle und das alles dann in der Version 2, in der Episode 2, Entschuldigung. Und zwar, ich hoffe, dass ich das nächste Woche zeitlich packe. Bis dahin, habt vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, bleibt gesund, wir sehen uns wieder. Gruß, euer Jürgen aus der Bastelgarage.